Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht wieder mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Moon. Gemeinsam mit Jericho als Geist und unserem süßen Bruno. Im letzten Part ist wieder sehr viel passiert. Also unsere Wauwaus sind vorne uns gegangen und wir haben ein Bibi-Wau bekommen. Und wir haben jetzt Jericho als Geist wieder bei uns und... Dinge sind passiert. Außerdem sind wir in den Wehen. Ich habe zwar leider keine Namensvorschläge bekommen, habe dennoch ein paar Ideen. Jetzt hoffe ich halt nur, dass das halt irgendwie aufgeht. Aber was wir jetzt allererstes versuchen, ist natürlich, wir gehen ins Krankenhaus. Denn das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig hier im Leben. Wieso kann ich Jericho nicht mitnehmen? Weil er ein Geist ist oder was? Oh mein Gott. Egal. Dann hole ich ihn einfach gleich mit. Weil so ganz ohne einen Vater ein Kind gebären ist natürlich auch ein bisschen... Also kann man machen, aber wenn man schon einen Partner hat, der das Ganze hier auch akzeptiert und toleriert, dann würde ich den natürlich auch mitnehmen hier. It doesn't work. Schade. Ah, nee, doch. Nee. Schade. Gut, dann muss sie das wohl alleine machen. Warum auch immer das jetzt nicht funktioniert. Ich hate es. Wir haben hier kein eigenes Krankenhaus platziert. Ist auch ein bisschen wild, ne? Okay, sie ist am Start. Ich glaube, sie hat gar keinen Bock darauf. Ich bin sehr gespannt. Ich liebe es ja, dass immer Praktikanten meine Kinder auf die Welt bringen. Es ist ein Junge! Wow, das hatten wir hier noch nie. Dann wird das für mich Cloud. Wir gehen dem Ganzen jetzt erstmal nach mit den Namen, mit irgendwelche Sachen im Himmel. Es wird sich bestimmt irgendwann ändern, aber solange uns die Namen nicht ausgehen, bleiben wir dabei. Es sind Zwillinge. Oh mein Gott. Warum? Okay, dann wird das Sunny. Okay, ich hatte kurz Angst, dass es vielleicht doch Drillinge werden könnten, aber es sind zum Glück nur Zwillinge. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und Cloud scheint auch ein Vampir zu sein. Oh, und Sunny hat auch eine Wiege mit Vampir-Zeugs. Oh mein Gott, oh mein Gott. Dieses Spiel macht mich schon wieder fertig. Aber hey, für uns ist das ja ein Weihnachtswunder jetzt. Also ich meine, in-game ist es glaube ich Sommer, aber für uns ist es ein Weihnachtswunder. Am I right? Wir haben gar nicht so viel Platz hier. Übrigens, ich habe herausgefunden, wir müssen ja diesen Spell lernen. Und das ist, glaube ich, ungezähmte Magie. Ich weiß aber nicht, ob man das auf sich selber anwenden kann. Jetzt halt die Frage, ich werde wahrscheinlich trotzdem einfach hier hinten dann einfach weiter rumprobieren und hoffen, dass es halt irgendwann einfach was wird. So, und jetzt kümmern wir uns erstmal um diese Kinder hier. Süß, Bruno kommt auch direkt hier zu uns. Maus. Aber ich finde es süß, dass wir einen Junge und ein Mädchen als Zwillinge haben. Also das muss ich hier auch mal kurz festhalten, ne? Warum ist Bowie eigentlich noch hier? Es ist so mitten in der Nacht, wir haben gerade ein Kind geboren. Also sie kann sich gerne mit Bowie noch unterhalten. Das ist jetzt nicht das Ding, aber... Ich hoffe jetzt nur, dass hier keine Scheiße mehr passiert, ja? Das sind Dinge, auf die habe ich keine Lust. Wir müssen die Hunde ja noch wegbringen. Können wir morgen machen, glaube ich. Und dieses Feuerwerk verkaufe ich jetzt auch endlich mal, ne? Weil mir ist klar, ich werde das nie wieder benutzen. Aber die Geburtsurkunden finde ich süß. Also ehrlich gesagt habe ich mir auch vorgestellt, dass die zwei Kinder haben... Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie Zwillinge bekommen. Aber irgendwie ist es auch süß. An der Stelle generieren wir einfach schon mal was Neues. Es ist die Nummer 8. Was ist die Nummer 8? Bitte nichts Schlimmes. Finde einen neuen Freund. Auch das ist sogar süß eigentlich. Sich mit jemand Neues anfreunden? Das sind Dinge, die können wir sehr gerne unternehmen. Sie muss heute eh nicht arbeiten, ne? Heute ist ja Sonntag. Dann müssen wir ja eh zum Friedhof noch gehen. Dann können wir auf jeden Fall auch jemand Neues kennenlernen. Nur Problemo. Bruno ist einfach übel traurig. Das ist richtig sad. Forschen und debattieren muss sie können. Dann üb mal debattieren. Bruno ist älter geworden. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, Bruno sieht einfach aus wie Rusty. Was ich mir gedacht habe, wir könnten ja Rusty irgendwie zumindest ein Halsband oder sowas geben. Aber ich finde halt auch diese Kostüme eigentlich ganz witzig. Im echten Leben würde ich meinem Hund sowas nicht anziehen. So, aber in Sims tut es denen ja nicht weh. Er ist ein Schnüffler, laut und stur. Na toll. Look at him. Was ein Bibi. Okay, man kann Halsband und Pullover oder sowas haben. Oh mein Gott, einfach Hotdog. Wie wäre es mit so einem Gelb? So finde ich eigentlich süß. Obwohl das halt natürlich unterschiedliche Gelbtöne sind, ne? Obwohl, warum sollte man ein Tuch und ein Halsband tragen? Dann lieber so. Oh, süß. Oh, und einen Hut kann er auch noch haben. Aber nee. Nee, wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben, ne? Perfekt. Oh, es ist sogar Herbst geworden. Ja, wir gehen am besten einfach. Cloud und Moon sind soeben gute Freunde geworden. Aber das zählt tatsächlich nicht, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob dein Kind zählt als neuer Freund. So, wir gehen jetzt erstmal zum Friedhof. Vielleicht lernen wir da ja auch jemanden kennen. I don't know. Hier sind ja unsere süßen Mäuse. Würde aber die Tiere halt vielleicht hier hinten halt hin tun. Die relativ nah beieinander stellen, weil die beiden ja auf jeden Fall zusammengehört haben. Ja, ich denke, so kann man zumindest erkennen, dass die zusammengehört haben, so.
Hier verletzt uns die Sonne aber, glaube ich, auch, oder? Wir gehen lieber an einen anderen Ort, wo man auch reingehen kann. Weil wir möchten hier nicht verrecken. Ab in die Bar. Um 6 Uhr morgens oder so. Ganz normal. Vielleicht kommt ja trotzdem jemand vorbei. Also sie unterhält sich hier eigentlich ganz gut mit Sarah Scott. Habe ich auch erstmal jetzt kein Problem mit. Dann kann sie ja unsere Freundin sein vielleicht. Oh, May ruft an und sagt, ja, herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Das ist echt süß. Wir sollten vielleicht Moon mal kurz was anderes anziehen. Sie scheint uns aber zu mögen. Hier kommen einfach nur alte Menschen hin. Schrecklich. Sie möchte auf jeden Fall Getränk bestellen. Dann soll sie das mal eben machen. Was ist ihr Lieblingsgetränk? Zeig mal. Huch. Da war Feuer. Hilfe. Sie ist unsere Freundin. Süß. Wir finden sie nervig. Na toll. So, und ihr Lieblingsgetränk ist Zuckerzunder. So, dann können wir auch erstmal wieder gehen. Wir haben ja noch andere Dinge zu erledigen. Ich meine, ich würde die ungezähmte Magie üben, in der Hoffnung, dass es dann doch auf sich selber geht, falls wir es jetzt, also falls wir es durch den Wunsch jetzt nicht schaffen. Ich wollte ja sowieso Magie üben, von daher. Beiden Kindern geht's schlecht. Jericho, was ist mit dir? Wir geben natürlich eine Gabe von 5000, um die Chancen halt einfach zu erhöhen, dass ein positives Ergebnis kommt. Sydney möchte beste Freunde werden. Ich glaube nicht. Warum habe ich denn eigentlich diesen Kochtopf? Was auch immer. Diesen Kessel gekauft. Den brauche ich doch eigentlich gar nicht, oder? Egal. So, wir haben eine Gabe gebracht. So, und jetzt wünschen wir uns Leben. Komm. Jetzt gönn einmal. Einmal. Bitte. Nur weil Jericho ein Geist bedeutet es noch lange nicht, dass er den Wert eines Symbols nicht zu schätzen weiß. Und eine Münze in den gruseligen Brunnen zu werfen, scheint völlige Verschwendung zu sein. Aber nicht mal ein Geist würde so tief sinken, sie wieder rauszufischen. Was? Wunsch nicht gewährt. Schade. Dann üb mal ein bisschen ungezähmte Magie. Es wird bestätigt, dass Honey ein gesundes Mädchen ist. Toll. Warum sind die traurig? Hast du schon wieder Hunger oder was? Warum sind meine Tiere eigentlich immer solche Drecksspätze, Alter? Es ist doch bescheuert. Hm, sieht doch ganz gut aus mit seiner Leiste. Ach, ist das süß. Na, so ein Foto braucht ich. Okay, es sind genau 2 davon gut geworden. Na toll. Aber immerhin. Meinetwegen kann Jericho Fitness mögen. Ich lieb's, wenn überall so Fotos und so von der Familie hängen. Highschool-Abschluss beginnt bald? Das ist aber schon eine Weile her. Na, nehmen wir Jericho mal mit, ne? Das kam unerwartet, bin ich ehrlich. Hallo. Highschool-Abschluss. Willkommen bei der Abschlusszeremonie der Copperdale High School. Wir möchten euren akademischen Erfolge feiern. Also gratuliert euch gegenseitig und schwelgt in euren Erinnerungen an die Highschool. Nutzt die Zeit vor dem Beginn der eigentlichen Zeremonie, um euch zu unterhalten. Ich habe genau 2 Personen gesehen, die wir kennen. Wow. Und Jericho macht erstmal Geist-Dinge. We love it. Auch ein bisschen Kind. Es hat bestimmt nicht die Highschool abgeschlossen. Die Abschiedsrede beginnt. Mirko ist also Jahrgangsbester. Ich kann mich nicht an dich erinnern. Bla 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 bla. Sieht vor allem erstmal ein Hochzeitskleid an, oder sie übertreibt komplett ihre Lage. Die Diplomverleihung beginnt, warte, bis du aufgerufen wirst oder geh einfach hin, um dein Diplom abzuholen. Sieh dir anschließend dein Inventar das Foto an. Oh, ich liebe Fotos. Nadine wurde aufgerufen, huhu. Okay. Moon. Süß. Ich finde gut, dass alle auf der Seite sitzen, außer Molly. Anscheinend nicht. Okay, müssen wir wohl zu Hause machen. Ja, der Geburtstag naht, aber das machen wir erst im nächsten Part. Das schaffen wir nämlich heute nicht mehr und es ist vielleicht eh schöner, wenn das halt in einem separaten Part passiert und nicht in dem Part, wo sie überhaupt erst geboren wurden. Offiziell graduiert. Toll. Ist graduieren tatsächlich eine Sache, die man sagt? Ich hab's noch nie gehört, glaube ich. Oh, und die Rede war anscheinend zum Fremdschämen. Und sie hatte keinen Bock mehr auf ihre Robe. Und da ist ein Kleinkind. Ich bin absolut verwirrt. Die Zeremonie endet bald. Herzlichen Glückwunsch an alle Absolventen. Streng dich weiter an und mach alle stolz. Hut werfen. Oh, süß. Oh, setz ihn wieder auf. Okay. Sie erstmal mit ihrem Drink so, yeah. Aber sie kann ja ihrer Direktorin so sagen, so, ja, ich habe schon ein Kind bekommen. Seit dem Abschluss hat sich vieles verändert. Und sie so, oh mein Gott, ich hasse Kinder. Ja, das war's. Cool. Dann können wir ja auch nach Hause gehen. Ach, das ist zum Hinstellen. Nicht an eine Wand. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Dann stellen wir das erstmal hier hin. Solange wir keinen anderen Platz dafür haben. An der Stelle würde ich dann aber auch erstmal den Part beenden. Dann kann nämlich auch nichts Negatives mehr passieren. Das ist doch auch schön. Weil wir wollen natürlich heute an Heiligabend einen wunderschönen Tag haben, ja. Und dass die Folge heute auch positiv war, zeigt doch nur, dass der Spirit übergesprungen ist. Oder auch nicht. Vielleicht hatten wir auch einfach mal Glück. Mal so, ne? Aber ich freue mich, dass es heute schön war. Bin schon sehr gespannt, wie die Kinder dann so werden und so. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!